Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Das riesengroße neue Update ist draußen. Es kam wirklich doch pünktlich am 22. Ich wollte eigentlich am Wochenende schon eine extra Folge rausgebracht haben. Da bin ich leider nicht zugekommen. Ich wollte die ganz kurz mal mit euch durchgehen. Das eben war der offizielle Trailer, den ihr gesehen habt. Könnt ihr hier auf dieser Webseite auch Unknown Worlds Subnautica einsehen oder auf deren YouTube-Kanal natürlich. Mann, was klappert denn hier so? So, es gibt ein paar coole neue Änderungen. Es gibt den Sea Dragon Leviathan, den wir gesehen haben, der Feuer spucken kann hier. Der dürfte sich unten wahrscheinlich in dem Lava-Biom befinden. Würde ich einfach mal annehmen, wegen des Feuers. Die Warper haben wir ja schon gesehen in der Freitagsfolge. Die sollen, ja, ich habe in den Kommentaren irgendwas gelesen mit, die verfolgen infizierte. Ja, infizierte Lebewesen. Und ich wäre wohl auch infiziert. Ich habe von dieser Infektion irgendwie in den PDAs noch nicht so richtig was mitbekommen. Aber es scheint wohl irgendwie eine Infektion zu geben. Und ich habe mich mal ganz kurz im Spiel umgeschaut. Mit der freien Kameraansicht. Ich glaube, da werden wir noch Überraschungen erleben. Auch von infizierten Fischen. Bin gespannt, wie schnell wir die sehen. Ich habe mir die etwas weiter weg angeschaut. Hier unten gibt es jetzt diesen Tree Cove. Weiß gar nicht, was Cove heißt. Könnte ich jetzt gucken. Aber lassen wir mal. Es sieht toll aus. Dieser Baum, der befindet sich unten in in dem Lost River Biom. Und da sind auch diese Ghost Rays. Ich weiß nicht, ob sie friedlich sind. Ich denke mir einfach mal, weil hier steht ja irgendwie auch, dass das ein guter Ort ist, um von da aus zu starten. Steht das hier? Irgendwo habe ich das gelesen. So, dann gibt es eine neue verlassene Basis, in der wir wahrscheinlich weitere Informationen finden. Die konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Ich habe ungefähre Hinweise bekommen, wo die zu finden ist. Die Crab Squids haben jetzt eine EMP-Schockwelle. So, wenn sie die loslassen, dann sieht das wohl so aus. Na, und eine EMP-Schockwelle ist halt ein elektromagnetischer Impuls und der legt halt alles Mögliche an elektrischen Geräten lahm. Das heißt, da sollte man wohl aufpassen, wenn man da mit der Motte reinfährt. Da bin ich echt gespannt. Da. Kyanit gibt es jetzt wohl. Ist eine neue Ressource, die man für das Jumpsuit-Upgrade braucht. Für den Pornanzug und für den Thermalreaktor. Okay. Wahrscheinlich auch den, der im Exosuit drin ist. Und ja, die haben die Laufanimation etwas überarbeitet. Das Menü wurde etwas überarbeitet. Ich bin gespannt. Also mit der ganzen UI werden sie in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr, sehr viel tun. Ich bin gespannt. Ich schneide jetzt mal eben und dann starten wir direkt. Da sind wir wieder zurück. Am Anfang ruckelt es bei mir immer ein bisschen. Ah, es geht aber. Okay, normalerweise warte ich ein paar Sekunden. Guck mal, unsere Batterien sind fertig. Die nehmen wir doch direkt mal raus und können die vielleicht mal austauschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel hier, ich spiele ja doch, habe ja doch einige Early Access Spiele gespielt, aber dieses hier gefällt mir bei der ganzen. Das laden wir doch auch gleich auf. Ja, so den hier. Dann haben wir, nö, den brauchen wir nicht. Das Build-Tool hat auch noch. Und wir haben auch hier noch irgendwo einen. Moment, das ist der. Nö, 80%. Das geht auch noch. Da ist, drücke mal die falsche Taste. Aber dieses Spiel ist das einzige, glaube ich, was mich wirklich jedes Mal ohne Ausnahme immer wieder positiv überrascht. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich klasse. Da lassen die Entwickler wirklich viel Liebe reinfließen. So, was wollten wir überhaupt bauen? Wir wollten unseren Exosuit bauen. Ne? Wo baue ich den überhaupt? Hier davor kommen. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. In der Woche. Mit den Bildern? Kann mir gar nicht vorstellen. Oben, ne? Bauen wir den da? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Plan. Wir müssen mal kurz gucken. Ja, genau. Plastil, Uran. Zwei Uran und zwei Schmierstoff. Das machen wir auf alle Fälle jetzt mal. Wer hat die denn so doof geparkt?
Und ist hier noch Krams drin? Ne, nur die eine Energiezelle. So langsam wird es mal Zeit, sich nach Basisbar umzuschauen, wobei mir der Elektrix geschrieben hat, ja, ich könnte mich natürlich aber auch auf die Cyclops konzentrieren und dann so quasi als mobile Basis, ne, das Ganze laufen lassen. Das stimmt. Das könnte man natürlich auch, wobei ich ja noch gar nicht alle Teile für die Cyclops habe. Und eine Basis ist von daher schneller gebaut, meine ich. So, wie viel haben wir denn hier überhaupt? Komm, so viel brauchen wir hier erstmal nicht. Gold kommt auch erstmal weg. Das Essen, wir trinken mal was. Ja, richtig. Kann es sein, dass mir irgendwie ganz viel Metall fehlt? Ja. So, dann Lithium haben wir eins. Wir bräuchten noch ein zweites. Ah ja, okay. Lithium hätten wir. Das wäre nicht so das Problem. Dann gucken wir mal, ob wir da 20 Titan haben. Ansonsten sammeln wir nochmal ganz kurz was. Titanbaren. Wo ist denn der Plastil da? War der nicht hier unten? Da, genau. Okay, dafür brauche ich schon einen Titanbaren. Habe ich auch länger nicht mehr gebaut. Oh, ja, ja, richtig, genau. Es dauert ja jetzt etwas länger, diese Sachen zu craften. Ne, da fehlen uns wohl noch ein paar Titanen. Dann holen wir uns doch mal eben welches. Hier muss ja direkt irgendwas rumliegen. Außerdem, vielleicht sehen wir ja schon so ein paar verseuchte Fische. Das wäre ja auch mal schön. Die sehen nämlich ganz abgefahren aus. Ich könnte mir vorstellen, dass hier im Startbiom keine sind. Weil es halt eigentlich noch das sichere Biom ist. Aber sofern wir weiter wegkommen, sollten wir auch verseuchte Fische sehen. Die diese Infektion haben. Das sieht ganz... Ah nee, da ist einer. So sehen die dann aus. Das ist einer von den infizierten Fischen. Hier, ich gehe mal näher ran. So, den fasse ich mal lieber nicht an. So sieht er aus. Ach, warte mal, den könnten wir scannen. Ja, den habe ich generell. Okay, gut, den hatte ich generell noch nicht gescannt. Daran liegt das. Ja, und weiß nicht, wir sollen wohl diese Seuche auch haben und deshalb auch von den Warpern gejagt werden. Wobei, das fühlte sich für mich jetzt gar nicht so an bei meinem ersten Warper-Besuch, dass der mich jetzt gezielt jagt. Ich glaube auch, dass der etwas zielstrebiger hinter mir her gewesen wäre. Weiß ich nicht genau, wie das aussieht. Das werden wir dann sehen. Hier, und da sind auch schon welche betroffen. Die Pieper. Also die kannst du jetzt nicht mehr essen. Definitiv nicht. Und ich rechne auch damit, dass im Laufe des Spiels das immer weiter fortschreiten wird. Und deshalb möchte ich ganz gerne lieber eine Basis haben mit dem Aquarium, um erstmal die sauberen Fische aufzusammeln. Ich glaube, dass wir sonst über kurz oder lang ein großes Lebensmittelproblem kriegen werden. Weil die anderen sollte ich wohl sicherheitshalber nicht essen. Habe ich jetzt schon zwei hergestellt? Ja. Oder? Nee. Ach so, mir fehlt ja noch einer hier. Sieht cool aus. So, dann machen wir uns mal unseren Exo-Anzug, würde ich sagen. Überschüssiges Metall erstmal rausräumen. Und dann gucken wir mal. Jetzt sollten wir alles... Ach nö, jetzt ist dunkel. Nee, ich finde, den will ich tagsüber erst nur herstellen. Ah, den will ich tagsüber herstellen. Das ist jetzt kein blöder Cliffhanger von mir. Das möchte ich gerade nicht. Jetzt ist die Frage. Also bevor ich jetzt hier anfange, was Umfangreiches aufzubauen... Wäre es ja irgendwie cleverer. Welcome aboard, Captain.
Ich habe ein bisschen Muffensausen darüber, wo der Reaper ist, an der. Aber egal, komm, wir gehen da gleich einfach mal rüber. Aber für einen Basisbau brauche ich erst noch Metall und Quarz. Und mir fehlen ja auch noch. Was mache ich denn da? Ja, der Moonpool fehlt mir eigentlich, damit ich hier einen größeren Koffer oben ransetzen kann. Den bräuchte ich schon. Wahrscheinlich werde ich ein paar Mal hin und her fahren müssen sonst. Ich habe auch einen infizierten Wal gesehen. Also selbst das gibt es. Das ist unglaublich. Die sehen zum Glück noch normal aus. Und einen infizierten Reaper habe ich auch schon gesehen gehabt. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen umgeschaut. Und es ist schon erschreckend, muss ich sagen. Wenn das hier alles vor die Hunde geht. Und da müssen wir wohl mal schnell rauskriegen, woran das liegt und wie wir das abstellen können. Na gut, ist auch Titan, ne? Wenn ich es einscanne. Na gut, da unten liegt da noch was. Und dann hoffe ich, dass es gleich tagsüber wird, weil dann baue ich den Exosuit. Ich will ja Fotos davon machen, ihr kennt mich ja. Wenn der dann gerade hergestellt wird, dann muss ich ein Foto von machen. Und das ist tagsüber natürlich netter, wenn man mehr sieht. So, Quarz brauchen wir auch. Definitiv brauchen wir ein bisschen mehr Quarz. Und dann können wir mal gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen, dass wir uns da unsere erste Basis drüben aufbauen. Ich speichere dann natürlich vorher, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich, dass mich der Reaper auffressen könnte. Und da habe ich nicht ganz so viel Lust zu. Hey, was für ein, jetzt hat er so ein Brummen auf dem Ohr und jetzt ist es gerade schlagartig weggegangen. Ist ja merkwürdig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Folge jetzt wieder nur rumtrödel hier. Den Exosuit kann ich, da muss ich mit zu Fuß schwimmen, ne? Also den kann ich ja nicht anziehen und mich dann in die Seemotte setzen. Nee, den müsste ich andocken. Ist es dann nicht vielleicht besser, wenn wir den Exosuit gleich drüben bauen? Wäre das nicht vielleicht cleverer? Wo ist denn meine Docking Bay? Habe ich denn da noch genug Platz, um die jetzt einzusammeln? Nee. Auch nicht. Naja, sonst schwimmen wir mit dem halt rüber. Der hat einen Urankern. Ich meine, was soll's, ne? Oder? Das sollte ja funktionieren. So, wir brauchen, eigentlich brauchen wir erstmal hiervon nichts. Die beiden Uran können, ach klar, wir müssen ja leider bauen. Gut, danach habe ich aber auch wieder mehr Platz im Inventar. Und ich will Garten und sowas. Also ich muss mich jetzt um Lebensmittel kümmern. Deshalb wäre der Basisbau für mich persönlich, glaube ich, recht wichtig. Wir nehmen noch einmal Lithium mit, dass wir uns was verstärken können. Wir brauchen Kupfer bestimmt und wir können mal gucken, was wir für einen Fabricator brauchen. Obwohl, baue ich den hier ab? Nicht unbedingt, ne? Was brauchen wir denn für einen Fabricator? Fasern, vielleicht Computerchip? Kabelsatz, Computerchip. Ich glaube, ich baue die dann hier ab. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich die Sachen hier abbaue und die Basis dann hier aufgebe. Das ist vielleicht nicht so schlecht, ja. So, dann packen wir das hier rein. So, und jetzt ist es tagsüber und jetzt können wir es bauen. Sehr schön, machen wir das. Und die... Ach, Schmierstoff fehlt mir. So ein Ärger. Na, da habe ich aber gepennt.
Da habe ich auch keinen mehr, ne? Mal einen. Ja, sehr witzig. Habe ich vielleicht noch irgendwo einen zweiten rumliegen? Na, das habe ich verpennt mit dem Schmierstoff. Ah, da habe ich geschlafen. Okay, dann kommt das erstmal weg hier und das kommt weg. Dann holen wir uns nochmal eben schnell was. So, Kupfer. Schmierstoff kriege ich aus drei von den Dingern. Das machen wir sofort. Ist ja hier gleich nebenan. Ah, ich hätte es fast besser gefunden. Junger Mann. Ich hätte es fast besser gefunden, erst rüber zu gehen, die Basis zu bauen. Aber ich meine, wir warten jetzt seit dem Update schon drauf, dass ich das endlich mal hier herstellen kann und den Access Suit. Deshalb machen wir das. Könnte sein, dass das anders und praktischer gewesen wäre. Weiß ich nicht genau. So, jetzt aber. Und dann machen wir sie alle platt damit. Okay. Prawn-Anzug. Das wird wieder eine Fotoserie geben. Wie geil. Riesig das Ding, ne? Wahnsinn. Ha. Da unten ist er. Meins. Meins. Alles meins. Wie geil. Das ist er. Sieht doch gut aus, oder? Da wollen wir mal rein. Welcome aboard, Captain. Okay, linke und rechte Maustaste. Ist ja cool. Der prallt ja aber auch schwer auf, ne? Hey. Habe ich hier irgendwie eine Jet-Anzeige? Nee. Ist ja fett. Okay, so richtig beweglich ist er auch noch nicht. Aber da muss man aber mit der Lenkung, muss man sich da aber mal. Krass. So, und wie mache ich jetzt im Moonpool wahrscheinlich, ne? Mache ich die Upgrades dazu, ne? Der sieht gut aus, aber richtig mit verteidigen kann ich mich auch noch nicht. Also nicht so richtig. Ach, wie geil. Ah, ist ja herrlich. Kann man, wir machen noch mal ein paar Fotos. So. Er sieht schick aus. Und er ist recht groß, muss ich sagen. Ein bequemer Sessel ist drin. So. Jetzt reicht es aber auch hier. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eben rüber und versuchen uns da eine Basis aufzubauen. Habe ich hier noch was zu essen? Wir haben doch, glaube ich, so viel von den Nährstoffdingern da mitbekommen, ne? Den essen wir jetzt mal. Das trinken wir hier mal. Und dann gehen wir jetzt mal eben direkt rüber. Und versuchen wirklich mal den ersten Teil unserer Basis aufzubauen drüben. Medikits habe ich dabei. So, da wird dann noch kein. Ach so, Solarzellen bräuchten wir ja. Ja gut, ich muss echt oft hin und her fahren. Was macht denn in euren Augen Sinn? Dass wir uns doch erstmal hier verbreitern eben? Ich habe wirklich das dringende Bedürfnis, ja, Solarzellen und sowas. Ach, das ist schwierig. Komm, wir gucken uns das Handel drüben mal an. So schlimm kann es nicht werden. Energie 15. Habe ich denn noch? Ja, habe ich. Welcome aboard, Captain.
Und das ist auch eine volle, die ich habe. Ja. Da muss man ja aufpassen. Okay, da drüben ist die Insel. Dann gehen wir da mal hin. Und gucken mal, dass uns der Reaper nicht direkt killt. Ich weiß, man kann auch noch in die Precursor Gun rein. Habt ihr mir auch geschrieben. Ganz viele Leute haben mir das geschrieben. Na nun. Momentan zeige ich dir nur die Gun an. Ah, wo ist die Insel hin? Die muss auch noch mal kommen. Da können wir natürlich auch mal reintauchen. Aber ich würde ganz gerne erstmal ein, zwei Röhren da eingesetzt haben. Okay, Metalllicht hier gut rum. Und dann werden wir ihn auch auf der Seite bauen. Also von hier aus auf der linken. Da wo auch der Strand ist. Aber ich weiß halt auch noch nicht genau wo. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit ergeben. Ich gehe da mal relativ planlos gerade ran. In erster Linie hat sie eh noch keinen Sauerstoff. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich... wir gucken mal. Hier unten ist irgendwo ein Eingang gewesen. Irgendwo gibt es hier einen Höhleneingang. Ich weiß nicht, ob der sehr viel tiefer war. Hey, was ist das denn? Ah, was? Hey, hier liegt das rum. Und dann sollten wir uns hier mal weiter umgucken, was? Ich habe zwar noch nicht den Moonpool, aber die Modification Station haben wir schon ein Fragment. Ist ja lustig. Ist da noch was oder? Nee, das ist nichts. Aber wenn ich hier bin, möchte ich mich schon ganz gerne irgendwie gegen den Reaper verteidigen können. Wo war denn hier der Eingang? Was ist denn da los? Was macht ihr denn da? Wo kam denn dieser gelbe Nebel her? Ja, ich glaube, dass der Eingang, wenn überhaupt, sehr tief hier unten ist. Hier sind mehrere Löcher in dem Berg drin. Weil man da sehr schön ran und raus tauchen kann. Ich dachte mir, wenn du den gleich in der Höhe baust vielleicht. Ich würde sagen, dann interessiert uns das erstmal nicht. Oh, da ist ja eins. Ja, sehr schön. Dann wissen wir auch, wo wir bauen können. Dann wissen wir auch, wo wir bauen können. Dann bauen wir vielleicht... Oh. Ups. Durchaus unangenehm gerade. Da ist noch was zum Scannen. Hui, cool. Aua. Leute. Bin ich der Einzige, der seine Motte nicht findet? Ja. Aber wie sich über das Schiff hermachen. Wo ist der andere? Da lebt da noch einer. Oh, da leben sogar noch zwei. Dieses Gelbe hier, das gefällt mir nicht, was sie da absondern. Seit wann ist denn das so? Das sieht nicht so aus, als sollte ich da reinschwimmen. Finde ich. Ich weiß nicht. So, wir brauchen nochmal kurz Sauerstoff. Wenn wir doch die Basis hier vor die Höhle bauen. Und uns dann vielleicht auch mal nach oben irgendwie. Aber ich würde sie jetzt erstmal hier oben. Hier. Glaube ich. Das könnte man doch machen. Ein bisschen Platz haben wir hier. Ich finde das nicht schlecht. Das machen wir. Ich setze hier unten jetzt mal die erste Röhre hin. Wenn mein Sauerstoff wieder voll ist. So, ja, das soll reichen. Dann machen wir das. Dann
können wir denn einen Mehrzweckraum können wir bauen? Sehr schön. Wir können hier einen Mehrzweckraum bauen. Dann bauen wir den doch mal. Auch ruhig hier hin. Trägt er den Berg ab? Ja, ne? Ich glaube, der trägt den Berg dann ab. Schauen wir mal. So. Und da kommt jetzt ein Hedge rein. Von vorne. When constructing... was? Treat the space as your home, but never forget... Ja, okay, gut. Verdammt, ich brauche Glas dafür. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, ich brauche in dieser Tiefe anscheinend doch schon einen... so ein Kreislauftauchgerät. Das muss ich mir jetzt unbedingt mal bauen. Das Kreislauftauchgerät muss ich mir wohl unbedingt mal bauen. Nanu, Korridor, drehen, ja. Ah, okay, da. So geht's. Da kommt ein Korridor dran. Dann kann hier schon mal eine Kreuzung dran kommen. Ruhig in alle Richtungen. Aber so wenig Material kann man auch gar nicht haben. Echt? Mir fehlt Titan? Oh, schwierig. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Okay, wir hauen ab. So bringt das nichts. Mir fehlen zu viele Sachen. Mir fehlt dieses Kreislauftauchgerät. Mir fehlt in erster Linie Platz zum Transportieren. Die Geräusche hören sich ja schlimm an hier. Wir brauchen Moonpool. Ich werde mich mal schlau machen, wo ich die Moonpool-Fragmente finde. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Boah, ihr seid aber auch aggro heute, ne? Und die hinterlassen auch dieses gelbe Zeug. Habt ihr es gesehen? Mir gefällt das überhaupt nicht mit dieser Infektion. Mir gefällt das gar nicht. Nee, ich hätte ganz gerne mehr Kofferraumplatz. Und ja. Wobei es vielleicht nicht schlecht ist, den Moonpool dann gleich drüben aufzubauen. Oder wir machen uns doch auf die Suche nach den Veltilus-Teilen, nach den Cyclops-Teilen. Ah, das könnte auch sein. Ich überlege mir mal was für die nächste Folge. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit diesem Update, falls ihr das Spiel selber habt. Es entwickelt sich langsam. Es entwickelt sich mit großen Schritten, aber jetzt kommt auch noch richtig Story dazu. Und was ich halt ein bisschen schade finde, ist, die Story jetzt gerade momentan halt zwangsläufig so stückweise reinpröppelt. Das heißt, man liest jetzt schon Teile der Story, die dann erst später relevant wird. Und das ist so eine Sache halt. Ne? So, ich gucke mich mal hier um. Ich müsste eigentlich sehen können, was mir alles fehlt. Für die, guck mal, da brauchen wir noch einen Höhlenbauplan. Ach, da brauchen wir auch noch eins von. Dann haben wir aber alles. Wir brauchen nur noch einen Höhlenbauplan. Und ich glaube, dann können wir die Cyclops bauen. Das wäre ja sinnvoll. Das kann ja jetzt so schwierig nicht sein. Dann machen wir das. Dann bauen wir uns eine Cyclops. Da könnte ich auch mein Dings den Porn-Suit andocken. Ja, Alien-Sicherungsbehälter brauche ich auch noch. Okay, guti, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.